Hallo da draußen, herzlich willkommen bei Hangar 18b. Heute geht es um das Thema Kornkreis Grasdorf von 1991. Wer nicht weiß, um was es da geht und die Geschichten vor allem um den Kornkreis herum, wir haben ein UFO 101 bei uns. Schaut euch das zuerst an. Heute gehen wir das Ganze mit Remote Viewing an, beziehungsweise unser Gast, die Mari. Hallo Mari, schön dich wieder hier zu haben. Hi. Hi Mari. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja zusammen mit anderen Remote Viewern diesen Fall oder diesen Kornkreis angeschaut. Was ist dabei rausgekommen? Ganz genau. Ja, wir haben uns der Sache mal angenommen, weil wir haben ja miteinander besprochen, dass wir eventuell ein paar Themen miteinander abarbeiten werden. Und der Kornkreis Grasdorf, der war spannend. Und wir haben uns die Frage rausgepickt, was dieser Kornkreis eigentlich bedeutet. Ja, also gar nicht mal, wie der entstanden ist oder wieso da wieder dahin kam, sondern den Hintergrund dazu. Also wirklich die Bedeutung. Ich muss zugeben, das war eine ziemliche Herausforderung, weil das ja im Grunde eine Fragestellung ist, wo es kein Feedback gibt. Mhm. Also wir wussten absolut gar nicht, was da rauskommen könnte. Ja. Klar, wir wissen natürlich, wie der Kornkreis aussieht. Da haben wir ja die ganzen runden Kugeln oder Strukturen, Objekte, die da ja in was im Kornfeld, glaube ich, reingearbeitet wurden. Aber mehr ist ja eigentlich nicht, also keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Und mit Remote Viewing kann man halt da wirklich die Informationen abgreifen. Das haben wir gemacht. Ich habe im Ganzen 8 Sessions. Vier davon wurden komplett solo abgearbeitet. Das heißt, die Viewer haben alleine gearbeitet und wussten natürlich von gar nichts. Also die haben keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und 4 Sessions haben wir mit Monitor gemacht. Das heißt, der Monitor hat den Viewer durchgeleitet, aber auch er hat ja keine Ahnung gehabt, was da eigentlich im Grunde rauskommen würde, beziehungsweise wo man Fokus drauflegen sollte. Mhm. Kleine Zwischenfrage vielleicht. Die Viewer hatten keine Ahnung, also das heißt, die wussten nicht, dass es um einen Kornkreis geht, die haben das Bild nie gesehen. Wie muss man sich das vorstellen? Ganz genau. Also am Anfang wird eine Frage formuliert. In dem Fall beschreibe die Bedeutung des Kornkreises Grasdorf von 1991. Mhm. Das Ganze wird dann mit Koordinaten verknüpft, also willkürliche Zahlen. Und diese Zahlen bekommt der Viewer vorgelegt. Und daraufhin arbeitet dann ein ganz bestimmtes Protokoll ab und generiert daraufhin die Informationen bezüglich dieser Frage, damit diese Fragestellung beantwortet wird. Und die Koordinaten bekommt der Viewer kurz vor der oder während der Session und nicht irgendwie davor, dass er sich da noch informieren könnte. Ist das richtig? Ja, genau. Also in den Zahlen würde er eh keine Informationen finden, weil die eben, wie gesagt, willkürlich sind. Aber er bekommt sie in dem Moment, wo er die Session beginnt, startet mit den Koordinaten und dann legt er los und arbeitet es eben ab. Gut, ja. Genau. Ja, das ist so der Anfang. Und für mich war es dann als Analyst hinterher erstmal sehr schwierig, da die Parallelen rauszubekommen, ne? Weil im Grunde sind es 8 verschiedene Sessions mit verschiedenen Eindrücken, die da kommen. Und man muss da erstmal ein bisschen reinsteigen. Mhm. Und ich habe am Anfang das Video von euch gesehen. Also ich bin mal reingegangen und habe mal so grob reingeschaut, habe aber dann ganz bewusst das Video wieder abgestellt, um einfach vorab Informationen zu umgehen, beziehungsweise auch keine Vornamen mit reinzubringen, dann auch in der Analyse selber. Mhm. Nachträglich fielen mir aber dann ganz, ganz viele Parallelen zu der Abbildung des Kornkreises an sich auf. Und da würde ich auch gleich mal drauf eingehen. Mhm. Ja, ich habe euch ja ein paar Bilder zukommen lassen. Das sind Skizzen einzelner von den einzelnen Sessions, unterschiedliche. Und ganz zum Anfang möchte ich euch ein paar Eindrücke präsentieren, die sehr prägnant waren in Bezug auf die Darstellung des Kornkreises an sich, also diese runden Strukturen, weil die kommen tatsächlich in einigen Sessions auch vor. Da könnt ihr euch mal, ich muss mal ganz kurz schauen, wo ich das das Bild Nummer 20. Ja.
Genau. Also bei Bild Nummer 20 sieht man zum Beispiel einen Teilbereich von so einer runden Struktur. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass es jetzt diese Abbildung des Kornkreises ist, aber da es ja darum ging, liegt es schon sehr, sehr nahe. Mhm. Ja? Also da habt ihr einen Teilbereich der runden Struktur. Und genauso in Bild Nummer 24 haben wir das Ganze nochmal, aber da ist im Grunde die Kugel komplett zu sehen. Das ist das letzte, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich gehe da näher, später näher darauf ein. Das also die Kugel an sich wurde abgebildet. Die weitere Parallele zu dem Kornkreis selber ist dieser Halbbogen, den man bei manchen dieser runden Objekte sieht, die da oben drüber hängen. Die wurden auch tatsächlich skizziert in einer Session. Das ist das, das Bild Nummer 3 und 12, glaube ich, war es. Und genauso diese Verbindungsstränge. Man sieht ja diese einzelnen runden Objekte und immer solche Verbindungslinien irgendwie mit dran. Das wurde beschrieben und dort eben der Hintergrund dazu, also was das überhaupt bedeutet. Ja? Ja, gut, prinzipiell habe ich aus den ganzen Sessions drei Parallelen ziehen können, also die bei allen eigentlich vorkamen. Es war zum einen eben diese Strukturen, die anscheinend eine ziemliche Bedeutung für die Bedeutung des Kornkreises haben. Dann ging es immer um drei verschiedene Lebewesengruppen, die verschiedene Rollen hatten. Ja? Ich habe eine Gruppe, die war wohlwollend helfend und unterstützend. Dann gab es eine Gruppe, der ging es nicht gut, die waren irgendwie unterdrückt. Die hatten irgendwie die waren in irgendeiner schlechten Situation. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe und die war eher negativ ausgerichtet, würde ich schon sagen. Ja, also es waren so zwei Gegenspieler und eine Lebewesengruppe in der Mitte, die so zwischendrin stand. Mhm. Genau. Und dann gab es noch eine dritte Parallele. Das war, dass die Sessions immer eine Veränderung beschrieben haben, beziehungsweise eine Neuerung. Ja, irgendein Prozess zu einer neuen Gegebenheit. Da würde ich direkt später nochmal drauf eingehen, um das euch besser zu erklären. Aber zunächst würde ich jetzt mal eben auf diese Strukturen eingehen und was es damit auf sich hat. Da müsstet ihr euch mal das Bild 4, da wird eine Struktur beschrieben und diese Struktur steht vor einem Zerfall. Mhm. Seht ihr auf der rechten Seite so eine Art Eingang, wie das skizziert ist. Und das Ganze hat irgendwas mit alt zu tun und ist irgendwie, die Zeit ist abgelaufen dafür. Ja? Dann haben wir ein weiteres Bild, das Bild Nummer 3. Oben, ja. Und hier haben wir das erste Mal diesen Bogen. Mhm. Ja. Und dieser Bogen ist überhalb von irgendwie wieder einer Struktur. Genau. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Da bin ich wahrscheinlich selber ein bisschen vertan. Genau. Ah ja, genau. In Bild Nummer 12 ist das Gleiche nochmal. Also das sind unterschiedliche Sessions. Mhm. Und beide Sessions beschreiben diesen Bogen. Ja? Mhm. Und jetzt wird es etwas spannender, weil das Bild Nummer 12 zeigt diesen Bogen, also im Grunde einen Eingang. Mhm. Und es kam dem Viewer vor wie eine Blase, also wie ein abgeschirmter Bereich. Und diesen Bereich hat der Viewer dieser Session ein bisschen von weiter weg nochmal beschrieben. Da habt ihr das Bild Nummer 13. Das seht ihr im linken Bereich einen Eingang und oben drüber ist wie so ein Schirm. Also dieser komplette Bereich ist abgeschirmt. Ja. Und auf der rechten Seite ist wieder so ein Bereich, das ist anscheinend ein identischer, allerdings ohne eine Abschirmung. Und diese beiden Bereiche sind miteinander vernetzt.
Und da sehe ich jetzt eine Parallele zu dem Kornkreis wieder mit diesen Verbindungen, diesen Strukturen, die miteinander verbunden sind irgendwie, ja. Und dann auch wieder diesen Bogen. Da habe ich so ein bisschen die Parallele gezogen zu deinem Abbild von dem Kornkreis eben. Und da würde ich auch auf diese Bedeutung von diesem Schirm ein bisschen näher drauf eingehen. Denn der Viewer hat da erklärt, dass durch diese Abschirmung dieses Bereichs irgendwas nicht bekannt ist. Ja? Diese Abschirmung bewirkt im Grunde, dass die Gegebenheiten in Vergessenheit geraten und man sich irgendetwas nicht mehr bewusst ist. Das wurde beschrieben wie so eine Blase und diese Blase ist eben abgeschirmt. Und dazu hat der Viewer noch ein paar Eindrücke gesammelt, das seht ihr auf Bild Nummer 11. Und da beschreibt er diese Lage und Kombination mit Lebewesen, die da irgendwie involviert sind, ja, die mit dem Vergessen zu tun haben. Und da ist dann erkennbar, dass ein Großteil von diesen Anwesenden, also die Lebewesen, die sich da irgendwie in dieser Tatsache befinden, die haben irgendwas vergessen und es ist sich nur noch ein ganz kleiner Teil bewusst, ja. Und es geht wohl darum, dass irgendwas Großes, Ganzes nicht mehr erfasst wird. Also es gibt einen kleinen Teil, der weiß das noch und der Rest hat es einfach vergessen. Und das hat mit dieser Abschirmung zu tun. Spannend. Wo siehst du Ja. da den Zusammenhang zu dem Kornkreis? Also, Ja, jetzt im Moment sieht man es tatsächlich noch nicht. Das okay. baut jetzt aufeinander auf. Das wird es dann eventuell klarer, aber es ist alles auch wirklich nur eine Interpretation. Ganz genau sagen kann ich es nicht. Was ich denke bei dem Kornkreis selber, es sieht aus wie irgendwie ein, ja, wie eine Veränderung, ein Prozess oder irgendwie ein Vorgang in Kombination mit diesen runden Strukturen, ne? Und das deckt sich auch mit den Session-Ergebnissen, das zeige ich euch alles. Okay. Genau, also eine dritte Session hat dann diese Struktur wieder beschrieben. Da habt ihr das Bild 20, das habe ich euch schon mal gezeigt, wo dieser Teilbereich mit dieser runden Struktur ist. Und diese runde Struktur ist in einem leeren Raum, also drumherum leerer Raum und dort dann diese runde Struktur. Man kann vermuten, dass es sich um die Erde handelt. Aber das ist alles, das ist jetzt Spekulation, ja, das muss man ein bisschen sich nochmal distanzieren von. Genau, also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben irgendwelche abgerundeten Strukturen und die scheinen mit der Bedeutung des Kornkreises in Verbindung zu stehen. Also darum geht es wohl, teilweise. Ich finde, das passt auch auf die Beschreibung, also warum ja die Symbole angeordnet wurden. Das macht jetzt irgendwie schon noch Sinn mit ja, gewisser Vorstellungskraft, ja. Ja, also sieht aus, als ob da irgendwie wie eben ein Schirm über dieser Kugel hängt und dann gibt es aber auch diese Kugeln ohne den Schirm. Also irgendwie ein Prozess, wo irgendeine Veränderung eben stattfindet. Und diese Veränderung kommt auch, das erkläre ich euch. Also, ich würde jetzt kurz weiterspringen zu diesen Lebewesen, weil das ist eben auch was ziemlich Interessantes, was da rauskam. Und ich konnte anhand des Gemütszustands der anwesenden Lebewesen in den Sessions zu so Gruppen einteilen. Also eben wie vorhin schon beschrieben, drei verschiedene Rollen im Grunde. Da müsstet ihr euch jetzt mal das Bild Nummer 8 und Nummer 9 vornehmen. Habt ihr das? Genau. Da seht ihr jetzt ein Lebewesen in einer ziemlich doofen Lage. Ja. Und im Vergleich dazu, das Bild Nummer 9, da sind die Eindrücke dazu rausgearbeitet. Da gibt es ein Lebewesen und Pur hat den Eindruck, das ist in einem Kerker. Ja. Innerhalb einer Struktur und da geht es nicht gut. Also er hat dann in der Session beschrieben, der Viewer, dass das Lebewesen ist zurückgezogen, verlassen, einsam.
Und er wird hier, und es wird hier drinnen unterdrückt innerhalb dieser Struktur. Und im Zuge dessen beschreibt der Führer dann eine weitere Entitätengruppe. Also da gab es dann eine weitere Gruppe. Und diese Gruppe hat in der Session die Arme ausgebreitet und hat den Wunsch, diesen unterdrückten Lebewesen innerhalb dieser Struktur zu helfen und sie zu befreien. Das Ganze hat ihn irgendwie an einen Reiter mit Pferd erinnert. Also die sind da außen vor und möchten jetzt diesem Lebewesen in dieser misslichen Lage helfen. Er hat weiter gesagt, dass diese beiden Gruppen, also wir gehen jetzt mal aus, es sind mehrere Lebewesen, ich weiß es nicht, es ist ein Stellvertreter-Männchen in diesem Kerker, die sind an verschiedenen Orten, die sind getrennt voneinander. Aber sie haben wohl eine zwischenmenschliche Verbindung. Also zusammengefasst geht es bei dieser Session darum, es geht um eine Befreiung von gefangenen und bestraften Lebewesen. Ja. Und zwar durch eine nicht vor Ort befindliche Gruppe. Das war so. Spannend, ja. Genau. Das waren die Eindrücke dieser einen Session. Die zweite Session, da habe ich leider keine Skizzen zu. Manchmal, also manche Viewer arbeiten halt einfach nicht mit Skizzen, die arbeiten das Protokoll einfach ab und dann ist es alles geschrieben. Das habe ich jetzt weggelassen. Ich habe einfach nur die Zusammenfassung davon, die ich euch jetzt dazu vorlese, weil es deckt sich wahnsinnig zu dieser Session gerade eben. Da in dieser Session wird nämlich auch zwei Lebewesengruppen beschrieben. Da gibt es eine Entitätengruppe im Hintergrund. Die schauen irgendwie versteckt um die Ecke und verhalten sich still. Die sind irgendwie und beobachten andere. Die haben irgendeine Gruppe auf dem Schirm, denen es nicht gut geht. Ja? Die kennen sich eigentlich nicht und befinden sich auch wieder nicht am gleichen Ort. Und das ist wiederum deckungsgleich mit der Session jetzt gerade. Ja? Also die zwei Positionen. So, jetzt müsstet ihr euch das Bild Nummer 1 mal vor Augen halten. Ja. Genau, und in dieser Session kommt jetzt wieder, wird wieder ein Lebewesen beschrieben. Hat die Fjörin eigentlich ganz nett gemalt. und dieses Lebewesen hat wohl eine Mission. Und das AOL der Führerin, also das heißt die analytische Überlagerung anhand der Eindrücke, hat der Verstand dann ein Bild gebaut und da kam dann schwarz gekleideter Mann, also AOL Man in Black. Auch okay. und dieses Lebewesen, also weiß ich jetzt nicht, haben wir keine Quantifizierung gemacht, ob es jetzt eins oder mehrere sind. Ja, das ist dann wieder ein Stellvertretermännchen. Es ist in Sorge und aus diesem Grund leitet es etwas in die Wege. Und das Ganze hat mit Energie zu tun. Irgendjemand wird da bemitleidet. Und deswegen kommt man da irgendwie ins Handeln. Und diese Energie hat sie dann ein bisschen näher beschrieben. Das seht ihr in Bild Nummer 2. Ihr kam das vor wie so ein Energiestrahl. Und sie hatte während der Session auch so eine leichte Bilokation. Das heißt, sie hat irgendwie so, ja, manchmal ist es so, dass dann, wenn der Viewer ziemlich einen Zielkontakt hat mit dem Target, dass er dann auch körperlich so Sachen einfach wahrnimmt, ja. Und sie hatte plötzlich hatte das Gefühl irgendwie, ja, als ob neben ihr so Energiestrahlen so runterkommen. Genau, also dieser Vorgang mit dieser Energie, die da irgendwie involviert ist, es geschieht irgendwie im Hintergrund. Also das wird verborgen in die Wege geleitet. Es wird nicht erkannt. Da habe ich mir jetzt überlegt, ob das eventuell der Prozess sein könnte, dass wie der Kornkreis eventuell entstanden ist. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie sowas entstehen kann oder habe ich mich noch nie mit befasst. Das war jetzt so meine Vermutung, ob das eventuell damit beschrieben wurde. Ne? Und
der Effekt dieser Handlung mit dieser Energie hat mit einer Veränderung zu tun, beziehungsweise mit einer Neuerung laut der Session. Ja, also da ist ein Lebewesen, das hat eine Mission, möchte irgendwas, möchte irgendjemand, bemitleidet jemanden, möchte irgendwas tun und setzt dann diese Energie ein, um irgendwas zu verändern. Mhm. Genau, das war die dritte Session. Ja, sehr spannend. Die vierte Session, da habt ihr schon mal Bilder gesehen, das ist Bild Nummer 3, Nummer 4. Das war das mit dieser verfallenen oder zerfallenden Struktur. Also 3 und 4, genau. Und im Laufe der Session schreibt der Viewer hier jemanden, der mit anderen spielt. Mhm. Und das seht ihr auf dem Bild Nummer 6. Ja. Und dieser jemand eben spielt mit jemandem und es ist ihm völlig gleichgültig, also völlig egal. Ja, der hat da irgendwie kein Mitleid. Was er aber fürchtet, ist, er hat Angst um seine Habe. Mhm. Er hat irgendwie Angst, dass ihm irgendwas abhanden kommt. Mhm. Mhm. Also das war das erste Mal, wo eben so diese Gruppe auftrat, die nicht unbedingt wohlwollend gestimmt ist. Mhm. Die kommt wieder nochmal. Und die Lebewesen, mit denen gespielt wird, die fühlen sich in dieser Session auch wieder nicht wohl und es geht ihnen schlecht. Und in dieser Situation treten jetzt weitere Entitäten auf den Plan, also wieder eine dritte Gruppe. Mhm. Und diese dritte Gruppe trifft jetzt auf diese betrübten Lebewesen, mit denen gespielt wird. Und das seht ihr in Bild Nummer 5. Und da kam es zu dem Eindruck, dass sie aufeinandertreffen und sich umarmen. Mhm. Ja. Was ich hier spannend fand, bei dieser Skizze, weil die ähnelt dieser Skizze aus Bild Nummer 3, das ist die gleiche Session, also auch wieder mit diesen hochgehenden Strukturen. Fehlt jetzt hier, während die sich umarmen, die Kuppel oben drüber. Also dieser Bogen ist jetzt plötzlich weg. Mhm. Und das ist wieder so eine Parallele zu dem Kornkreis an sich, wo dann eben die Kugel ist mit der Halbkugel drüber und dann wird sie beim nächsten nicht mehr. Mhm. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Ne? Mhm. Bild 3, 4, 5 und 6 sind aber vom gleichen Viewer, ist das richtig? Oder der gleichen Viewerin? 3, 4. Also wo sie man halt diese gleichen Strukturen sieht, ja. Sieht diese, ja. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Das ist die gleiche Session. Ja. So, und auch in dieser Session wird jetzt wieder eine tiefgreifende Veränderung beschrieben. Und zwar an dieser Struktur und das Ganze während einer düsteren Zeit in Sorge. Mhm. In der Session beschreibt der Viewer das als eine Wende in der Zeitachse und einem Versuch, neu zu beginnen. Mhm. Also hier haben wir auch wieder diesen Eindruck von Veränderung und Neuerung, wie auch schon in der Session davor. Mhm. Und die betrübten Lebewesen, mit denen da gespielt wird, erkennen in diesem Prozess und dieser Veränderung neue Perspektiven. Sie lernen die Werte schätzen. Und sie geben sich zuversichtlich, etwas Neues zu schaffen und die alte Zeit hinter sich zu lassen. Mhm. Das war so der O-Ton vom Viewer. Also wortwörtlich hingeschrieben. Genau. Auch hier wieder jemandem geht's nicht gut, in einer misslichen Lage, irgendjemand kommt dazu und umarmt denjenigen und es geht um eine Veränderung hin zu irgendwie einer Wende oder ja, Neuanfang. Mhm. Und dann auch wieder in Kombination mit jemandem, der mit den anderen spielt. Mhm. Gut, kommen wir weiter zu Session Nummer 5. Das ist das Bild 12 und 13, das haben wir auch schon gesehen gehabt. Also da nochmal wiederholt,
Da gibt es diesen abgeschirmten Bereich, der wie eine Blase wirkt. Ja. Und durch diesen Schirm oben drüber ist irgendwas nicht bekannt und der Großteil der dort anwesenden Lebewesen hat irgendwas vergessen. Und den Sinn und Zweck dieses Schirms beschreibt der Viewer jetzt als ein Verschleiern, Abhalten und unzugänglich machen. Okay. Also vermutlich in Bezug auf den anderen Bereich in dieser Verbindung, ne? Das ist ja vernetzt miteinander und irgendwie, dass irgendwas nicht zugänglich ist. Genau, und diese Tatsache hat er auch hervorgehoben in der Session und gesagt, dass das eigentlich die größte Bedeutung fürs Target, also für die Bedeutung des Kornkreises an sich, für die Zukunft haben wird. Also es scheint eine große Bedeutung zu haben, dieser Schirm und dieses Vergessen und ja, dieses Verschleiern. Genau, und in der Session gab es jetzt dann auch wieder Eindrücke von Lebewesen und die waren irgendwie unabhängig von den anderen, die irgendwas vergessen haben. Und diese Lebewesen animieren die anderen dazu, irgendwie ins Handeln zu kommen und irgendwas zu tun. Jetzt seht ihr das Bild Nummer 10 dazu. Das ist sozusagen dieses außenstehende Lebewesen. Und es demonstriert hier irgendwas, wie man irgendwas tun sollte. Ja? Das ist so eine Art Vorbild. Und zu diesem Eindruck eines Vorbilds kommt jetzt nochmal eine andere Entität dazu. Das ist im Grunde genau das Gegenteil. Und das vermittelt auch genau das Gegenteil den Leuten, die da irgendwie da abgehalten werden oder abgeschirmt sind. Da geht es nämlich um nicht um Handeln, sondern eher um Konsumieren, wurde in der Session beschrieben. Und da gab es wieder ein spannendes AOL, also eine analytische Überlagerung, AOL Antischöpfer. Da habe ich dann kurz mal geschluckt. Genau, also ja, halt einfach, das war so der Versuch klarzustellen, es gibt jemanden, der ist wirklich ein Vorbild und der will etwas tun und möchte die anderen animieren. Und dann gibt es aber genau das Pendant dazu, jemand, also der Antischöpfer, der halt genau das Gegenteil bewirken möchte. Genau, diese Entität hat eben dann nicht zum Tun animiert, sondern zum Konsumieren. Und dem geht es irgendwie um Bespaßung und Unterhaltung. Und aus diesem Grund wird im Target, also bei diesen Leuten, die da irgendwas vergessen haben, vermehrt konsumiert, anstatt ins Handeln zu kommen. Und auch hier wieder im Verlauf der Session wird eine Veränderung beschrieben, beziehungsweise ein Wandel. Und dieser Wandel ist anscheinend kaum bemerkbar, also der wird nicht bemerkt. Aber man passt sich da wohl nach und nach an. In der Session kommt es zu einer Veränderung hin zur Vollkommenheit. Also so wurde das aufgeschrieben. Und die Entwicklung dorthin geht dann unbemerkt vonstatten. Also das merken die gar nicht. Also zusammengefasst, es gibt jemanden, der irgendjemanden animiert, etwas zu tun, die durch eine Abschirmung irgendwas vergessen haben. Während eine andere Entität genau das Gegenteil wünscht und lieber hätte, wenn man weiter konsumiert. Also mir persönlich fallen hier Brot und Spiele ein. Ne? Genau, also das ist die Ausgangslage und dann kommt es laut der Session eben zu einem Wandel, der unbemerkt geschieht. Das war so die vierte Session. Ja. War das die vierte oder die fünfte? Das weiß ich gar nicht. Ist auch egal. So, die nächste Session, da habt ihr das Bild Nummer 14.
Das ist ja so ein Stellvertreter-Männchen, also ein Lebewesen. Auf einer Linie, also auf einem Weg hin zu einem Ziel. Ne? So, also hier wird vordergründig irgendein Vorgang beschrieben in Verbindung mit einem Lebewesen. Und dieses Lebewesen befindet sich am Anfang eines Weges auf der linken Seite und ist auf dem Weg hin zu einem Ziel. Und die aktuelle Situation, in der sich das Lebewesen befindet, fordert eine Veränderung, beschreibt die Viewerin. Anscheinend kann man da mit irgendwas nicht weitermachen. Ja, das ist auf Bild Nummer 15. Seht ihr dann, um was es geht? Ja. Ich habe mal reingenommen, dass man das auch sehen kann, dass das tatsächlich so beschrieben wird in den Sessions, ja, dass ich mir das jetzt nicht aus den Fingern sauge oder irgendwas fantasiere, sondern dass das, ich übernehme das dann einfach direkt so, wie es die Eindrücke kamen. Also, es geht wohl hierbei um einen Anfang eines neuen Lebens und das hinter sich lassen von irgendwas Altem. Okay, weiter zu beschrieben, also die aktuelle Situation am Anfang des Weges schwächt anscheinend irgendwie Körper und Geist oder Körper und Seele. Und das Ziel, wo sich das Lebewesen hinbewegt, ist irgendwie anscheinend schwer erreichbar. Und um das Ziel zu erreichen, muss es alle seine Kraft mobilisieren. Und das ist jetzt spannend. Man muss von außen, also irgendwie außenstehende Coach, müssen diesen Lebewesen immer wieder Mut machen, damit die das Ziel weiterverfolgen. Und die jetzige Situation, in der sich das Lebewesen befindet, ist bedrückend und auch ohne sichtbaren Ausweg. Und diese Lebewesen wissen anscheinend auch, wie verfahren das Ganze ist. Und wollen auch aus diesem Zustand heraus. Und zu dem Zeitpunkt beschreibt dann die Viewerin weiter einen, auch hier wieder einen Verlauf, also eine Veränderung. Und diese Veränderung wird umgesetzt durch eine Mobilisierung aller Kräfte. Also auch hier wieder die Veränderung an sich. Und hier werden jetzt diese Lebewesen von außen animiert und angefeuert. Ja. Und sie erreichen die Veränderung, weil sie gute Freunde haben, die ihnen dann immer wieder gut zureden. Direkt am Anfang, also diese Veränderung hat wohl anscheinend auch schon begonnen gehabt in der Session und verläuft stetig. Allerdings gibt es für das Lebewesen auf dem Weg bis hin zum Ziel wohl Hindernisse und Stolperfallen, die mutwillig erschaffen werden. Genau, das war die Session. Ja, auch wieder diese Parallelen, ne, mit diesen einzelnen Rollen und dieser Veränderung immer und dem Input von außen. Die siebte Session reiht sich da eigentlich auch wieder ein. Da hat das Bild 24 dazu. Ja. Da muss ich dazu sagen, also man darf diese Eindrücke, also die Sachen, wie die Viewer das beschreiben, jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Ne? Man muss das dann schon wirklich interpretiert bekommen. Das ist jetzt wie, Viewer ist wie ein kleines Kind, das irgendwas zum ersten Mal sieht und versucht, es zu beschreiben. Ja. Also das darf man jetzt nicht wirklich so annehmen. Genau, also auf diesem Bild seht ihr jetzt wieder diese Kugel, wie ich vorhin schon mal gezeigt hatte, und auf dieser Kugel befinden sich Lebewesen. Ja? Das ist hier als EI2 gekennzeichnet. Das ist einfach eine Abkürzung im Protokoll. Ist jetzt nicht wichtig. Und um diese Kugel und dieses Lebewesen hüllt jetzt ein weiteres Lebewesen, das ist EI1, das ist ja im rechten Bereich, das Ganze ein. Und zwar mit einem liebevollen und verändernden Gefühl. Also das ummantelt das irgendwie. Also das muss man symbolisch verstehen, ja. Und interessant war hierbei ein AOL von der Viewerin. Und ich muss dazu sagen, sie ist absolut nicht religiös.
Das AOL war Jesus is coming in town. Okay. Ja. Und die Tatsache, die da stattfindet oder wo es wieder abläuft, löst wiederum einen Wandel aus. Und das sieht man unten auch in dem gleichen Bild, unten nochmal, da schreibt sie Wandel, Wandlung, globaler Wandel oder eine Kursänderung. Mhm. Ja, irgendwie so. Mhm. Und diese Kursänderung hat sie dann irgendwie weiter auch noch beschrieben. Da geht es um diese Lebewesen auf dieser runden Struktur. Und diese Kursänderung geht wohl nicht ganz einfach vonstatten. Da gibt es irgendwelche äußeren Einflüsse, die da reinfließen und denen die Lebewesen auf der Kugel ausgesetzt sind oder ausgeliefert sind. Und das wiederum seht ihr jetzt in Bild Nummer 16 und 17. Also diese Kursänderung ist irgendwie ein neuer Weg, ein anderer Weg. Da wird irgendwie eine Weiche gestellt und irgendwo abgebogen. Mhm. Also laut der Session ist diese Kursänderung bereits da. Jedoch scheinen sich Teile von diesen Lebewesen auf der Kugel dem noch zu widersetzen. Also, ja, da gibt es wohl welche, die das nicht so ganz wollen oder nicht so ganz gut finden. Mhm. Und in diesem Zusammenhang beschreibt die Führerin jetzt, dass es aber nichts ist, wie es scheint, also in dieser Situation. Da geht es um Unwahrheiten. Und diese Unwahrheiten wiederum sollen die ruhig stellen oder dass sie sich ruhig verhalten. Mhm. Und diese Tatsache, dass es anders ist, als man dachte, ist wohl für Teile dieser Lebewesen schwer anzunehmen, weil es denen die Orientierung nimmt. Mhm. Ja, die möchten das nicht wahrhaben oder nicht sehen. Sehr interessant. Ja. Ja, und, also ich würde sagen, so rein zeitlich gesehen, absolut treffend. Ja, und auch die Geschichte um diesen Kohlenkreis. Mhm. Das soll ja der Weg sein, der die Erde gehen sollte, aber sie ist nicht da. Mhm. Also eben vielleicht mal das UFO 101 dann schauen. Mhm. Unbedingt. Ja. Okay. Nee, das ist okay. Ja, also gibt es dann... Ja, kennen ich dachte jetzt auch, ob wir noch die letzte Session abwarten oder spannend. Aber ja. Okay, spannend. Ja, mach ja, doch mal noch die letzte Session, oder? Und dann, ich meine, vielleicht kann man das sagen, oder? Der Kohlenkreis entstand ja 1991. Ja. Oder? Und wenn man jetzt einfach zeitlich die letzten 30 Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, ja, dann. Findet man da schon Parallelen. Ja, ja, absolut. Okay. Mhm. Okay, also auf Bild 18 seht ihr dann einfach nochmal diese, dass es da wohl um eine Erkenntnis geht von diesen Lebewesen. Mhm. Und diese Erkenntnis führt zu einer Konsequenz, und zwar eine Veränderung der Verhältnisse und des Ist-Zustands. Also auch hier wieder irgendeine Veränderung im großen Ganzen. So, und in Bezug auf diese Lügen oder diese Unwahrheiten, die da wohl aufgetaucht sind, habt ihr das Bild Nummer 19, da hat sie das jetzt nochmal skizziert gehabt. Also da habt ihr dieses Lebewesen ummantelt von dem Außenstehenden. Mhm. Und es ist wahnsinnig vielen Einflüssen ausgesetzt. Mhm. Da geht es um Androhungen und Repressalien zum Beispiel, Angsterzeugung, Ausgrenzung, Druck, Manipulation und krankmachende Tätigkeiten. Mhm. Da passelt anscheinend ziemlich was auf diese Lebewesen ein. Und von außen kommt jetzt eben dieses irgendjemand und
umhüllt die mit irgendeinem liebevollen Gefühl oder mit irgendwas Positivem und eliminiert dadurch die Einflüsse, die auf diese Lebewesen einprasseln. Mhm. Also die hebelt das aus. Mhm. Und der Abschlusssatz war auch spannend. Sie meinte dann, dass diese Entitäten, die da irgendwie wohlwollend da agieren, die bleiben wohl so lange bei diesen Lebewesen, bis alles verstanden haben. Okay. Also auch hier wird wieder ein Wandel beschrieben, hin zu einem menschlichen Miteinander. Und da kam auch das Schlagwort der Erneuerung. Mhm. So, ja. Und die achte und letzte Session, da habe ich euch das Bild schon mal von der Struktur schon mal zweimal gezeigt, jetzt ist das Bild Nummer 20 mit dem leeren Raum und der Struktur. Und die ähnelt wieder der vorherigen Session. Da sind auch Lebewesen auf der runden Struktur beschrieben worden. Und hier beschreibt der Viewer diese Struktur als sich drehend. Mhm. Ja? Und in Verbindung mit dieser Struktur findet sich ein hintergründiger Vorgang. Da findet irgendwas im Hintergrund statt. Mhm. Und zwar ausgeführt von einer Gruppe Entitäten. Mhm. Diese Gruppe arbeitet heimlich, still und leise an irgendeinem Plan, der ihnen gegenüber anderen einen Vorteil verschafft. Mhm. Sodass es in Bezug zu einer weiteren oder gleichgestellten Gruppe, die da wohl auch noch auftaucht, also zwei gegenüberstehende Gruppen, zu einem Verlierer und zu einem Gewinner kommt. Durch diesen Plan im Hintergrund, den die da irgendwie ausführen. Mhm. Ja, das sind so zwei auf einer Ebene stehende Gruppen, die halten sich die Waagschale und durch diesen Plan und dieses, was da im Hintergrund passiert, gibt es dann eben den Gewinner und den Verlierer. Mhm. Also es kommt da zu irgendeiner Umsetzung eines größeren und verdeckten Plans. Und es ja, und aufgrund dieses Plans wird als ein Schachzug von vielen jetzt ein Lebewesen aus dieser Gruppe nach vorne geschickt. Und da geht es dann um irgendwas nach außen darzustellen, zu präsentieren oder zu kommunizieren. Das seht ihr dann auf Bild 21. Da hat diese Gruppe und dieser runde Pfeil, das ist sozusagen dieser hintergründige Vorgang, da wird irgendwas geplant und getan. Und ein Schachzug davon ist eben, dass jemand von denen davor geht und irgendwas als Schachzug umsetzt, irgendwas ja, darstellt. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, ob das eventuell jetzt wieder die Schaffung des Kornkreises ist, dass das ein Teil des Ganzen ist, ja, ein Schachzug. Genau, also die Gruppe da, die arbeitet im Verborgenen und schickt aufgrund dessen jemanden nach vorne. Genau. Und das ist auch der Grund, warum die das machen, weil da geht es darum, diesen Schachzug, der hilft wohl dabei, dass die dann am Ende der Gewinner sind, mhm, von diesem Spiel, das da stattfindet. Mhm. Genau. Ja, also wenn man die Verbindung jetzt nochmal zieht zu dem Kornkreis, haben wir diese Parallelen mit dieser Kugel und mit diesem abgeschirmten oder diesem Halbkreis und diesen Verbindungen an sich. Mhm. Ja, ich fasse euch ganz kurz das zusammen, was die ganzen Sessions jetzt im Grunde alle gemeinsam aussagen. Die Bedeutung des Kornkreises, laut meiner Recherche jetzt, was keine Garantie hat. Da geht es um einen Wandel oder irgendeine Veränderung an einer Struktur, auf der sich Lebewesen befinden, denen geht es nicht gut. Und die kommen irgendwie aus irgendeiner verfahrenen Situation raus, weil ihnen von außen jemand zur Seite steht, der sie befreit. Mhm. Mhm. Und das Ganze scheint eine Mission zu sein und der Prozess hat bereits gestartet. Und weiter gibt es eben diesen Gegenspieler, der diese Veränderung nicht gut heißt.
und der dem Wandel im verborgenen Hindernis in den Weg legt. Mhm. Das sind so die Ergebnisse. Ja, also sehr interessant, ja. Und ich würde sagen, absolut zutreffend auf unsere Zeit, also meiner Meinung nach. Mhm. Es ist etwas umgehen. Also, ja, und eben auch auf den Fall dieses Kornkreises. Genau. Dieser Seher damals hat ja eben gesagt, das soll darstellen, dass die Erde neben der Entwicklungsbahn steht, in der sie eigentlich sein sollte. Und klar, das war ein Seher, zwar ein angesehener Bürger. Ja, schaut euch mal das UFO 101 an über den Kornkreis Grasdorf. Da geht Philipp tief auf das ein. Und das deckt sich dann doch so mit eben dieser Veränderung, die stattfinden muss, etc. Also hochinteressant. Ja, und auch die verschiedenen Interessensgruppen, die haben wir ja auch, sage ich jetzt, in, ja, seitdem eigentlich mitbekommen, oder? Mhm. Ja. Gut, über die zeitliche Ablauffolge ist ja nicht jetzt definiert, an welchem Punkt wir stehen, aber auch gut zu wissen, dass ja jemand bei uns ist, wenn man davon ausgeht, wir sind die ein bisschen unzufriedenen Lebewesen, die in den Sessions dargestellt werden. Ja. Ja, also nur wenn du ganz einfach anschaust, also wenn wir jetzt der Mittelpunkt sind, ob wir mehr konsumieren sollen oder halt auf die andere Seite gehen sollen und jemand von außen kommt und jetzt hier dieser Kornkreis gemacht hat, einfach zum zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, es gibt etwas, dass wir da so etwas Schönes in seinen Korn machen können. Ja, also ich glaube, das muss auch mal gewissen Leuten bewusst werden, eben der, in der Mittelgruppe, wo du schön beschrieben hast, zum sagen, Ja. Mari, das nächste Mal vielleicht wäre interessant, wenn ihr mal remote viewen würdet, wie kamen diese drei Platten? Du weißt ja nicht viel über diesen Kornkreis, aber es gab da drei Platten, eine aus Gold, eine aus Silber und eine aus Bronze, die wurden da vergraben, also beziehungsweise die wurden ausgegraben, nachdem der Kornkreis entstand. Woher diese Dinge kamen, vielleicht könntet ihr das nächste Mal versuchen, mit euren Viewern etwas über die Herkunft herauszufinden. Und die wurden beim Kornkreis selber ausgegraben, oder? Mhm. Ja, genau, die wurden in drei Zentren, also in drei Kreisen im Zentrum ausgegraben von einem Typen, der kam da an und kam mit einem Metalldetektor und grub die aus. Er hatte angeblich auch eine Eingabe in einem Traum und hat das nur ausgeführt, was ihm gesagt wurde. Ja, und da kam eine goldige, eine silbrige und eine bronze. Mhm. Und sage ich, eine Kopie davon, steht da vorne, die erstellt wurde, haben wir bei uns. Leider nicht die goldene. Ja, und die goldene angeblich ist ja bis heute verschwunden. Das wäre dann vielleicht auch noch eine Frage. Wo könnt ihr die lokalisieren? Wo befindet die sich heute? Also, wäre vielleicht also die war erst da und dann ist sie verschwunden wieder. Der die ausgegraben hat, der ging einfach weg mit denen und war verschwunden. Und Die silberne und die bronzene konnte noch von jemandem analysiert werden, aber er sagte zu diesem Menschen, die goldene, die sei weg. Er hätte die nicht eingeschmolzen, er hätte sie mit dem Hammer platt gemacht und als Altgold verkauft. Also das waren 8 Kilo oder was, heutiger Wert. Ja, etwa 400.000. Ja, 400.000, damals vielleicht 150.000 oder so, oder 200.000, also ja. Und man muss sich ja vorstellen, wenn die unter dem Kornkreis waren, dann mussten die ja vor der Aussaat eingegraben werden von jemandem, also 3/4 Jahre oder ein halbes Jahr oder was auch immer vorher, ohne dass es jemand bemerkt. Ja, das ohne, ist ein sehr GPS spannender Fall. Da zumal, ja, ja. 91. Ja, und das eben, dass die Platten direkt im Zentrum der Kreise waren dann. Ja, ja. Also, ja. Derjenige spannend. Hätte noch einen Kornkreis darüber legen müssen, ein halbes Jahr später, und die Zentren genau treffen müssen. Also,
Ja, und zum Kornkreis darf man sagen, das ist sogenannt vermutlich ein Ech, also nein, ein Echter ist, da es ja nicht alle Merkmale mitbringt. Das Korn war nicht geknickt, sondern gebogen. Also das, ja nochmals, das Wannerwann von unserem Philipp. Das, wir verlinken das unter dem Video hier. Ja, ich gucke mir es auf jeden Fall an. Auf jeden Fall. Ja, super. Also Mari, das hat wieder riesig Spaß gemacht. Und absolut. Vielen Dank, dass ihr da, auch Timo, leider konnte er heute nicht dabei sein, aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch da drum bemüht und ja, das gibt immer wieder spannende neue Rätsel auch raus, was man da hört. Also. Ja, ich danke euch auch und ich würde auch tatsächlich den Viewern nochmal ganz öffentlich Danke sagen wollen, weil ohne die und die Arbeit, die wir machen, könnte ich das euch überhaupt nicht wiedergeben. Ne? Mhm. Sehr wertvoll. Ja, vielen Dank. Ja, auch ein Danke von uns an die Viewers, wo da dir geholfen haben. Ja. Und noch alle Leute, die noch mehr über euch erfahren möchten, wir haben ja auch noch bereits ein Video mit euch drehen dürfen, wo ihr uns ja auch das Thema vorstellt. Also auch alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen. Ja. Into the Matrix, ihr habt ja jetzt auch einen YouTube-Kanal, glaube ich, und wir werden das verlinken da beim Video. Mhm. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, wir hoffen, wir sehen uns bald wieder mit deinem nächsten oder vielleicht mit einer Fortsetzung dieses Themas. Sehr gerne. Liebe Grüße nach Deutschland. Alles klar. Dankeschön. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.